Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mit mir lernt ihr Deutsch und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr auf Deutsch Mensch ärgere dich nicht spielen könnt. Oder wie man ebenfalls im Deutschen sagen kann, Ludo. So, vor euch seht ihr schon das Spielbrett. Das Ganze hier ist das Spielbrett. Das sind die Startfelder. Und das ist das Haus der jeweiligen Farbe. Also das ist das Haus des blauen Spielers und das das Startfeld des blauen Spielers. Das ist das grüne Startfeld und das grüne Haus, das rote Startfeld und das rote Haus und das gelbe Startfeld und das Haus des gelben Spielers. So. Das hier sind die Würfel. Das sind zwei Würfel, aber normalerweise benutzen wir für Mensch ärger dich nicht nur einen Würfel. Ich würfel jetzt und ich habe eine 1 gewürfelt. Derjenige, der noch alle in seinem Haus stehen hat. Das Wort Haus ist für euch zum Deutschlernen wichtiger als das Wort Startfeld. Also könnt ihr auch ruhig Haus und Haus sagen. Das ist das Haus, in das die Figuren einziehen. Und aus diesem Haus ziehen die aus. So könnt ihr noch besser Deutsch lernen. Also ihr habt gerade schon gehört, dass das hier Figuren sind. Und hier gibt es eine Besonderheit. Das hier sind magnetische Figuren. Das ist ein Reisespiel, also ein Spiel für unterwegs, wenn man reist. Und deswegen ist das magnetisch. Also, wenn ich jetzt anfange, würfel ich bis zu 3 Mal. Wenn ich beim ersten Mal eine 6 würfel, dann darf ich schon aus dem Haus ausziehen und anfangen, meine Runde zu laufen. Wenn ich beim ersten Mal etwas anderes als eine 6 würfel, zum Beispiel eine 3 oder zum Beispiel eine 1, dann muss ich ein zweites Mal würfeln. Und wenn das wieder keine 6 ist, zum Beispiel eine 4, dann muss ich ein drittes Mal würfeln. Und wenn das auch keine 6 ist, dann ist der nächste Spieler dran. So, wenn jetzt grün dran ist, darf auch grün 3-mal würfeln, wenn noch alle Figuren hier im Haus stehen. Das gleiche gilt für jeden Spieler. Sobald ich eine Figur draußen habe, muss ich die gewürfelte Augenzahl, sagt man, für die Zahlen auf dem Würfel, ziehen. Also 1, 2, 3 Felder gehen. Ich ziehe meine Figur um 1, 2, 3 Felder vor. Ich ziehe meine Figur vor. Wenn ich eine 2 gewürfelt habe, ziehe ich meine Figur um 1, 2 Felder vor. Das ist ein Feld. Das ist auch ein Feld. Und das sind die Felder, die ich gehen muss, um in mein Haus zu gelangen. Und wenn ich zum Beispiel schon mehrere draußen habe und jetzt weiter spiele, muss ich immer daran denken, dass ich dieses Startfeld räume. Das muss ich frei machen. Ich darf nicht hier stehen bleiben, denn dann blockiere ich meine anderen Figuren. Das ist gar nicht unbedingt schlecht für mich, wenn ich da stehen bleibe. Ich darf es aber nicht. Warum? Weil in dem Fall, dass ich eine 6 würfel,
und ich mit diesen hier nicht gehen darf, darf ich die 6 hier ziehen oder hier setzen oder hier gehen. Das kann man alles sagen. Und das ist für mich sogar ganz gut. Aber in der normalen Mensch-ärger-dich-nicht-Regel darf man das nicht. Bei uns zu Hause gibt es viele, viele Spielvarianten dieses Spiels. Manchmal spielen wir das, wenn 2 aufeinander sind, von meiner eigenen Farbe, dass mich dann keiner schlagen darf. Genau, das ist wichtig, dass ihr das auch noch wisst. So, jetzt brauchte ich doch noch 2 anlassfarbige Figuren. Das reicht jetzt auch, damit ich euch zeigen kann, wie das Schlagen geht. Also, nach unserer besonderen Spielregel darf ich jetzt die blaue Farbe nicht schlagen. Wenn jetzt aber der rote hier steht und blau würfelt eine 2, dann darf ich um 2 Felder nach vorne ziehen und rot schlagen oder rausschmeißen. Und rot muss dann zurück ins Haus oder zurück auf das Startfeld, obwohl ich auch das als Startfeld bezeichnen würde. Ja, also das Wichtigste ist würfeln. Ich würfel, du würfelst, er würfelt, wir würfeln reihum. Reihum, das bedeutet, einer nach dem anderen würfelt. Und wir sind der Reihe nach dran. Es gibt eine Regel, in welcher Reihenfolge wir spielen. Jetzt könnte man noch sagen, dass ja, ich denke, ich habe euch jetzt erst einmal genug zu diesem Spiel erzählt. Falls ich noch irgendein Wort vergessen haben sollte, ihr noch irgendeine Frage habt, könnt ihr die wie immer stellen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ich euch helfen konnte. Und ja, freue mich, euch im nächsten Video hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!